Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Samstag, es ist wieder Channeling-Zeit. Heute gibt es wieder das Channeling der Woche. Danach beten wir natürlich miteinander. Du bekommst auch noch deinen Edelstein des Tages, natürlich. Und wie gesagt, das alles kommt für dich nach dem Intro. Bis gleich. Seid gegrüßt, geliebte Menschenseelen. Seid gegrüßt, wahre Menschen. Ich bin Erzengel Michael, der wie die Urquelle ist. Heute verbinde ich mich mit dir durch meine Liebe, Lichtenergie. Beschütze ich dich und fülle dich ein. Ich möchte dir jede Kraft geben, die notwendig ist in dieser Woche, um zu deiner Wahrheit zu kommen, um zu erkennen, was die einzig wahre Wahrheit ist. Es gibt immer Menschen, die behaupten, und das ist im Speziellen die Bewegung, die sich New Age nennt, es gäbe viele Wahrheiten. Was macht das für einen Sinn? Es gibt viele verschiedene Wege, die zur Wahrheit führen. Der eine ist voller Hürden, der andere ist geradeaus. Es gibt aber nur eine Wahrheit. Und diese Wahrheit ist, dass alles geschaffen ist von der einen Urquelle. Die Urquelle, die Liebe und Licht ist. Die Urquelle, die alles geschaffen hat und die nichts tut, was außerhalb der Liebe ist. Nein, sie bringt dir auch keinen Schatten ins Leben. Nein, sie bringt dir nichts Negatives ins Leben, sondern nur die wahre Liebe. Dass alles Negative dieser Welt entstammt, Mächten, die sich Anunnaki, Dunkelmächte, Overlords und so ähnlich nennen. Sie meinen, sie würden die Welt regieren. Sie meinen, sie stünden über allen. Und sie meinen, sie stünden über der Urquelle. Sei dir aber gewiss, nichts kann über der Urquelle stehen. Sei dir gewiss, dass dir nichts geschehen kann, wenn du in der Liebe-Lichtfrequenz schwingst und wenn du mit der einen Urquelle verbunden bist. Und dies geschieht einfach, indem du wieder dankbar bist. Dankbar für alles, was dir geschenkt wurde. Strebe nicht nach mehr. Strebe nicht nach dem, was der Schatten erschaffen hat. Aktuell streben viele Menschen nach Unterhaltung. Unterhaltung in der Öffentlichkeit. Wir Engel sagen euch, Unterhaltung ist schwarz. Schwarz wie die Nacht, dunkel wie das dunkelste Schwarz. Warum? Nimm die Worte auseinander. Unterhaltung. Unten halten. Es soll dich unten halten. Es soll dich niedrig halten. Es soll deine Verbindung zur Liebe-Lichtfrequenz der Urquelle unterbrechen. Und das kannst du in dieser Zeit, an dieser Situation lernen. Meditiere viel, verbinde dich im Gebet mit der Urquelle und öffne dein Herz für die reine Liebe-Lichtsequenz, anstatt alles daran zu setzen, das alte Leben, was zu dieser Zeit, in der du jetzt bist, geführt hast, zurückzubekommen. Das alte Leben, das Leben, was bisher gewesen ist. Alles eine Scheinwelt, eine Simulation in 3D, von den dunklen Mächten geschaffen. Um dir zu zeigen, dass du nicht wichtig bist. Um dich von dem zu entfernen, was du wirklich bist. Um deine Chakren klein zu machen, zu verschließen und dich vom wahren Menschsein abzukoppeln. In dieser wahren Liebe-Lichtsequenz wirst du glücklich sein, bist du vollkommen gesund, bist du geheilt von allem, was dich belastet und bist mit dem reinen Bewusstsein verbunden. Und das ist deine Aufgabe in dieser Zeit. Widerstehe den Versuchungen des Teufels und Luzifers, die dahin führen, dass du ein Serum annehmen sollst, was dich vergiftet und mit dem Mal des Tieres versieht. Wenn du es annimmst, ja, dann ist dies deine Entscheidung. Es ist dein freier Wille.
Aber wenn du es annimmst, musst du auch damit rechnen, dass es Konsequenzen hat. Und ich sage dir, nicht jede Konsequenz kann rückgängig gemacht werden. Seid dir dessen bewusst. Auch wenn die Esoterik-Szene und die New Age-Szene dich lehren will, dass es immer einen Weg gibt, Dinge rückgängig zu machen, ist es in Wahrheit nicht so. Es gibt immer einen Weg und es gibt immer einen Ausweg, wenn du dich richtig entscheidest, im richtigen Moment. Wenn du dich jedoch falsch entscheidest, dann greift das karmische Gesetz von Ursache und Wirkung. Jede Ursache zieht auch immer eine Wirkung nach sich. Wenn du von einer Klippe springst und unten sind Felsen, dann kannst du auch nicht mittendrin sagen, ich habe mich entschieden zu springen, aber ich kehre jetzt um. Ich möchte wieder hoch. Das kannst du sagen, das kannst du auch denken. Du wirst aber nicht wieder hochkommen. Du wirst unten aufprallen und deinen Körper verlassen. Du hast die Entscheidung in dem Moment getroffen. Also überlege dir gut, ob du über den Rand der Klippe gehst oder ob du, wenn du am Rande der Klippe stehst, noch einmal umdrehst und den Weg zurückwählst. Ich kann dich beschützen vor allen Gefahren, wenn du mir vertraust. Ich kann dir Kraft und Stärke geben, dem Schatten zu widerstehen. Aber ich kann nicht in deinen freien Willen eingreifen. Ich kann nicht Entscheidungen, die du triffst, für dich rückgängig machen. Aber ich kann dir helfen, wenn du mir zuhörst, wenn du mir dein Herz öffnest, die Entscheidungen zu treffen, die dich glücklich machen. Die Entscheidungen zu treffen, die dich mit der Urquelle, mit der Liebe-Lichtsequenz verbinden. Verbinde du dein Herz mit mir und ich bin für dich da. Du bist niemals allein. Wir Engel sind die Liebe, die dich umgibt. Wir sind die Boten der einen Quelle, der einen Schöpferkraft, die alles geschaffen hat, aus der alles hervorgegangen ist. Verbindest du dich mit uns? Verbindest du dich mit der Quelle? Es ist deine Wahl. Du hast jederzeit die freie Wahl. Die vollkommen freie Entscheidung obliegt immer dir. Wir lieben dich so, wie du bist. Egal, welche Entscheidung du auch immer triffst. Sei dir bewusst, wir lieben dich immer. Die Urquelle liebt dich immer, egal welchen Weg du wählst. Nur verstehe dennoch, dass deine Wahl deine Konsequenz ist. Es ist nicht die Entscheidung der Urquelle. Es ist nicht die Bestrafung der Urquelle. Du wirst nicht bestraft. Es ist einfach nur das Resultat deiner Entscheidung. In Liebe, Erzengel Michael. Ein sehr kraftvolles Channeling und ich denke auch ein sehr klares Channeling, das dir nochmal helfen kann, falls du einiges vielleicht noch nicht verstanden hast, zu verstehen, warum es so wichtig ist, sich vielleicht anders zu entscheiden, als es die Masse tut, vielleicht anders zu entscheiden, als es die meisten Menschen tun und hier vor allen Dingen aus der Liebe und aus dem Herzen zu entscheiden. Das ist wichtig. Jetzt gibt es noch einen Edelstein natürlich. Also, das Ametrin haben wir heute und der Ametrin möchte helfen, männliche und weibliche Energien in Einklang zu bringen. Das ist heutzutage sehr wichtig. Wir leben ja in einer sehr männlich orientierten Welt. Das hängt damit zusammen, dass die Dunkelmächte tatsächlich alle sehr männlich strukturiert sind. Das ist auch mal wichtig zu wissen, dass die Dunkelmächte meist gar nicht weiblich sind. Das ist auch interessant im Zusammenhang mit der katholischen Kirche, im Speziellen der katholischen Kirche, die ja nur Männer an der Macht hat. Denkt mal drüber nach. Die Dunkelmächte sind sehr männlich orientiert und jetzt überlegt mal, wer so in der katholischen Kirche in den Macht- und Führungspositionen sitzt. Übrigens in allen Kirchen meistens. Es gibt zwar ein paar Frauen, die Priester sind, aber guckt mal genau nach, wie die Machtstrukturen eigentlich in allen Kirchen geregelt sind. Und der Ametrin wird dir helfen, deine männlichen und weiblichen Energien wieder in Einklang zu bringen und dass du dich auch von deiner weiblichen Seite inspirieren lassen und dir von deiner männlichen Seite Selbstvertrauen schenken kannst, was du brauchst. Ich werde dir auf jeden Fall einen Ametrin unten verlinken im Beschreibungstext, dass du die Kraft nutzen kannst und der kommt natürlich energetisiert zu dir nach Hause. Wenn du den Schutz von Erzengel Michael willst, gibt es diese Kugel auch unten verlinkt.
der dich sehr, sehr stark in sein Schutzfeld einspannen wird, umhüllen wird. Du wirst dich sehr wohlfühlen damit, da bin ich mir sicher. Aus dem Erzengel Michael Orakel ziehe ich gerade noch die Karte der Unschuld. Und diese Karte, wir nehmen einfach die Karten heute fürs Gebet, weil wir sind sehr, und da können wir natürlich Michael gerade ideal für nutzen, wenn wir gerade mit ihm gechannelt haben. Und diese Karte zeigt dir nochmal an, dass du unschuldig bist. Egal welche Entscheidung du auch immer treffen magst, ne? Du darfst wieder erkennen, dass du wunderbar bist, dass du Liebe Licht bist, dass du ein Mensch bist, der aus der Liebe Licht Energie geboren ist und zu der Liebe Licht Energie zurückkehren wird, egal welche Entscheidung und Wahl du triffst. Lass uns dafür beten. Geliebte Urquelle und Engel, danke, dass ihr mir so helft zu sehen, dass eure Liebe Lichtenergie und eure Eigenschaften der reinen, bedingungslosen Liebe in meinem Inneren und im Inneren aller Menschen reflektiert sind. Helft mir, meine von der Urquelle gegebene Unschuld anzunehmen, damit ich Frieden finden kann. Amen. Erzengel Michael sagt ja, Ausrufezeichen. Erzengel Raphael natürlich sagt ja, Ausrufezeichen. Und er möchte einfach dieses Channeling von Michael nochmal damit bekräftigen, wird mir gerade gesagt. Also er will einfach nochmal das bestätigen mit dieser dicken ja, Ausrufezeichen-Karte. Es ist alles wahr, es ist alles echt und du solltest dich daran halten. Lass uns dafür beten. Liebe Urquelle, lieber Erzengel Raphael, bitte helft mir, meinen Gefühlen als einen zuverlässigen Barometer für die eine Wahrheit zu vertrauen. Amen. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Die Urquelle segne und beschütze dich. Sie lasse ihre Liebe Lichtenergie in deinen Körper, Geist, Seele, System hineinfließen, tief in jede Zelle deines Körpers, berühre dich in deiner Seele und führe dich und beschütze dich auf deinem Weg zur Erleuchtung. Licht und Liebe und bis morgen. Udo Golfmann. Tschüss.